Herr Präsident, meine Damen und Herren, das muss man jetzt ganz klar sagen, das war jetzt schon fast peinlich, denn Sie hatten in dem Fall klar gesagt, hier sind Unsicherheiten entstanden. Bitte schön, wenn Sie das erkennen, ja, warum regeln Sie das nicht? Ich meine, wir haben ja komplettes Verständnis, dass Sie Rücksicht nehmen auf Ihren Koalitionär, die SPD. Aber Sie müssen doch auch genauso auch mal versuchen, Ihrem gesunden Menschenverstand zu folgen. Sie sehen, oder wir sehen doch alle die Zahlen der Leute, die Wissensträger sind aus diesem Land, wo jedes Jahr abwandern. Ja, dann regeln Sie doch mal, dass hier nicht diese noch in dem Falle in ihrer Berufsausübung behindert werden. Und man kann ganz klar sagen, die eingeschleusten Migranten werden diese nicht ersetzen. Wir müssen schauen, dass wir die Personen, die hier Wissensträger sind, im Lande halten. Anders geht's nicht. Und Selbstständige in Deutschland sind in dem Falle dieser Regierung, aber leider schon eine Vorgängerregierung, immer fast, könnte man sagen, eine verfolgte Beschäftigungsgruppe. Das ist nun leider so. Im Übrigen auch, liebe FDP, auch in den Jahren 2009 bis 2013 wurde daran nicht viel geändert. Da haben Sie auch nicht viel dafür gesorgt, dass sich das entspannt. Denn Klientel sind allenfalls natürlich Arbeitnehmer. Nur jeder Selbstständige beruflich oder noch viel mehr, schlimmer, jeder selbstständig Denkende, dem wird misstraut hier in diesem Lande. Und das Misstrauen geht so weit, dass man bei Wertungsmaßstäben sogenannte Statusfeststellungsverfahren mit Kriterien aus dem 19. Jahrhundert nimmt. Bitte schön, schauen Sie sich doch mal die Kriterien an. Die sind doch für die heutige berufliche Praxis völlig untauglich. So können wir doch nicht weitermachen, und das ist uns allen bewusst. Nehmen Sie doch mal bitte dann irgendwo etwas mehr Courage und ändern Sie das, was Sie auch festgestellt haben. Denn, und das kann man ganz klar sagen an Ihren Koalitionär, mangels beruflicher, eigener beruflicher Praxis glaubt man, Selbstständige kontrollieren oder sogar noch gängeln zu müssen. Und man muss ganz klar sagen, es ist ganz interessant, dass Menschen, die in ihrem Leben noch nie eine Beschäftigung außerhalb natürlich der parlamentarischen Tätigkeit ausgeübt haben, die wollen anderen, die arbeiten, vorschreiben, wie sie dies durchzuführen haben. Das ist einfach Hanebüchen, was hier passiert in diesem Lande. Und wir müssen aus diesen Kriterien des Statusfestungsverfahrens, wir müssen ganz klar auf die heutige berufliche Praxis Rücksicht nehmen. Denn es kann nicht sein, dass plötzlich jemand, der jahrelang selbstständig, erfolgreich selbstständig war, plötzlich als Scheinselbstständiger eingeordnet wird. Und das, bitte, meine Damen und Herren, und das ist der Gipfel des Ganzen, auch noch in dem Falle 4 bis 5 Jahre rückwirkend mit entsprechenden Zahlungen. Diese Unsicherheit, das ist nicht nur Unsicherheit, das ist eine komplette Rechtsunsicherheit und Verunsicherung der Personen, die diese Wirtschaft am Laufen halten, die ist untragbar. Und ich will Ihnen jetzt noch ganz klar sagen, ich gehe davon aus, dass Sie wahrscheinlich auch von der normalen beruflichen Praxis, gerade in der IT, wahrscheinlich wenig Kenntnis haben. Sie haben im IT ein Projektgeschäft, und dieses Projektgeschäft erfordert neben den Personen, die Sie in der Firma haben, auch für Projekte und Projekte sind Weiterentwicklungen, den Zukauf von Know-how. Das kann keine Firma jeweils einzeln vor Ort noch zusätzlich verfügbar haben. Und dieser Zukauf ist eine Tätigkeit auf Zeit. Ich möchte Sie ja vielleicht nicht ganz überfordern, aber bitte stellen Sie sich vor, es gibt hier Personen, die nicht in den Organisationen eingegliedert werden wollen, sondern selbstständig tätig sind und die definitiv ihren Marktwert kennen und definitiv auch sagen können, was sie da in dem Falle als Preis verlangen. Und ich möchte Sie beruhigen, die Personen, die Sie jetzt in dem Falle, das ist fast eine vergiftete Förderung, in dem Fall unterstützen wollen. Ich nehme zum Beispiel einen Oracle DBA. DBA ist ein Datenbankadministrator, der verdient definitiv mehr als Sie, wahrscheinlich mehr als Doppelte als Sie. Und solche Personen sind selbstständige Wissensarbeiter, und die müssen wir in Deutschland weiter unterstützen. Die können wir nicht in dem Falle weiter in ihren Vorgehensweisen gängeln und dann auch noch mit einer rechtlichen Unsicherheit rückwirkend dann auch noch belasten. Im Übrigen, die jetzige Praxis sieht vor, dass sie auch in dem Falle zunehmend, auch in dem Falle rückwirkend als Scheinselbstständige eingeordnet werden. Das ist nicht tragbar. Hier ist etwas zu ändern, und hier stehen wir auch den Kollegen von der FDP, aber auch den Kollegen, die da von Seiten der Union gutwillig mit rangehen, gerne für Abstimmung zur Verfügung. Herzlichen Dank. Die Kollegin Gabriele Heller-Ohm hat das Wort für die SPD.